Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute habe ich eine tolle Ankündigung. Und zwar mein eigenes Spiel Super Panda Land ist quasi in der Alpha-Version angekommen. Es war ja lange still um das Spiel herum, aber ich muss gestehen, mir fehlte irgendwie die Muße an dem Spiel, mich weiterzuentwickeln. Und ich dachte mir, bevor ich das jetzt irgendwie so auf Zwang irgendwie so durchpeitsche, das macht ja keinen Sinn. Aber jetzt habe ich die Alpha erreicht. Wie definiere ich Alpha, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Also das Spiel ist im Prinzip fertig. Es gibt alle Level da drin und es gibt alle Bosskämpfe und so weiter. Es fehlt aber hier überall so ein bisschen an Kleinigkeiten. Also nach meinem Verständnis ist eine Alpha im Prinzip, das Grundgerüst steht, aber es sind natürlich noch alle Fehler und es kommt noch ein bisschen was dazu. Hier in dem Fall vor allem so ein kleine Story-Abschnitte, Credits und so weiter. Und eine Beta ist für mich so nur noch da, um jetzt wirklich irgendwelche Fehler irgendwie auszumerzen und so. Und ich würde jetzt den momentanen Zustand wirklich so als Alpha irgendwie beanschlagen. Ich möchte das Startmenü zum Beispiel noch ein bisschen verbessern, um da auch so eine Art, vielleicht so einen Soundtest reinzubauen, weil der David, der hat ja wirklich richtig, richtig gute Musik gemacht. Das ist wirklich so einer der stärksten Punkte des Spiels, würde ich fast behaupten. Und auf jeden Fall gibt es da noch viel so an Kleinigkeiten. Ihr seht, ich habe mir ein Cover erstellen, das von einem großartigen Künstler, wo ich sehr froh bin. Sieht richtig gut aus, finde ich. Und ich möchte euch so ein bisschen hier mal so ein paar Eindrücke geben, was hier euch erwartet. Wir starten natürlich hier mit Game Boy Studio und ihr seht, wie ich hier die Level angelegt habe. Also es gibt insgesamt 3 Welten, wovon es immer 5 Level gibt, wobei also 4 normale Level und das 5. ist quasi der Bosskampf, der ist so ein bisschen abgekoppelt. Und das 3. Level in jeder Welt ist ein Shoot'em-up-Abschnitt. Wie ja schon so beim ersten Video, das ich ja erwähnt habe, orientiere ich mich so ganz grob bei Super Mario Land. Natürlich erreiche ich niemals dieses Niveau, das ist mir bewusst, ist jetzt aber auch nicht das Ziel. Und ihr seht, das sind die ganzen Level, die ich hier angelegt habe und die sind teilweise etwas komplexer, manche nicht. Aber wie gesagt, da gebe ich euch gleich einen genaueren Eindruck. Es war bisher eine sehr, sehr lernintensive Erfahrung, die ich da bisher gemacht habe. Also sowohl was es angeht, die Limitierung des Gameboys zu beachten, als auch die Limitierung vom Gameboy Studio. Auch dazu gleich dann etwas mehr, was ich damit dann auch alles meine. Also als Beispiel so ein bisschen eine Gameboy-Limitierung. Ihr seht hier, das ist hier das Level 1.1, das habe ich mir so alles entsprechend zusammengelegt. Und ihr seht so ein bisschen hier, ist das Level jetzt zu Ende. Also das ist hier ist das Level 1.1 in der kompletten Übersicht. Und jetzt fragt ihr euch zum Beispiel wahrscheinlich, okay, warum ist das Spiel nicht länger? Es fällt ja auf, dass alle Spiele oder alle Level maximal so lang sind, wenn ich das hier so ein bisschen lang gezogen habe. Das liegt daran, dass Game Boy maximal als Hintergrundbild für diese Level genau dieses Format zum Beispiel ja annimmt und verarbeiten kann. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das jetzt eine Game Boy-typische Sache ist oder ob das wirklich an Game Boy Studio liegt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber sowas gab es halt alles zu beachten. Aber ich würde sagen, ich langweile euch gar nicht hier so mit den großen Daten. Ich zeige euch jetzt gleich mal 3 Beispiele aus den 3 verschiedenen Welten. Ich habe die Sachen vorgespielt und werde ich euch jetzt hier mal ein bisschen als Video einspielen und kommentieren, weil ich finde, wenn ich das jetzt spiele oder live kommentiere, dann kommt immer nur Quatsch raus und ich erzähle euch mal so ein bisschen, was ich dabei mir so gedacht habe und so weiter. So, ich habe mich hier mal kleiner gemacht und das hier ist das erste Level und da dachte ich mir, okay, das soll so eine Art Tutorial-Level werden. Also die Welten sind ja alle so ein bisschen grob unterteilt. Die erste Welt ist die Gameboy-Welt, die zweite ist die Game Gear-Welt und die dritte ist die Atari-Links-Welt. Und so im ersten Level hier wollte ich so ein bisschen zeigen, was sind eigentlich eure Fähigkeiten. Also seht, ihr könnt natürlich jetzt auf die Gegner draufspringen, um die zu erledigen. Und hier habe ich so im Hintergrund so ein bisschen eingebaut, okay, ihr könnt einen Double Jump machen und ich habe am Anfang ja gesehen, dass ihr ja so ein bisschen ja den Wall Jump machen könnt. Und das Level ist daher sehr, sehr einfach aufgebaut. Ich habe allerdings auch noch so ein paar Effekte eingebaut, wie dieses Parallax-Scrolling, was ihr hier oben im Himmel sieht, damit sich die Wolken so ein bisschen besser bewegen.
Und grundsätzlich ist hier in der ersten Welt so ein bisschen wirklich so die allgemeine heile Welt angesagt. Ne? Das ist wie bei Super Mario Land. Da sind die ersten Welten ja auch ganz friedlich. Und hier habe ich was für mich Besonderes eingebaut. Also ihr seht sogar die Fische sehen so ein Gameboy-Design. Unten, das nennt sich Tile Swap. Das heißt, damit das animiert wird, werden hier entsprechend die ganzen Kacheln ausgetauscht und dadurch wirkt so ein bisschen Animation. Das habe ich hier verwendet, um so ein bisschen ja, Wasser darzustellen. Und ihr seht, es gibt auch Plattformen, wenn ihr drauf springt, dann verändern die sich. Und ja, das Prinzip hier startet das erstmal so als ganz, ganz einfacher, wirklich Plattformer. Und ja, ihr sollt halt langsam rangelernt werden. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen die Pläne, auch so ein bisschen einen Schuss zu machen, dass ihr verschiedene Waffen habt und so weiter. Das muss ich leider kürzen, weil ich das ehrlich gesagt in Game Boy Studio nicht so wirklich großartig hinbekommen habe. Aber hier habe ich es hinbekommen. Ihr seht, da bin ich einmal gestorben. Auch da diese Todesanimation, die muss ich noch überarbeiten. Und ihr seht, es gibt ein Continue-System, das klappt auch schon. Und wenn ihr dann quasi im Game-Over-Screen seid, könnt ihr hier den direkt beim Start wieder einbauen. So grundsätzlich das Schwierigkeitsgrad allgemein, den ich hier anlegen wollte. Ich wollte es nicht allzu schwer machen, weil ich selber mag nicht unbedingt wirklich schwere Spiele. Und deswegen war mir das wichtig. Hier ist so ein bisschen eine Limitierung, seht ihr wahrscheinlich von Game Boy Studio leider. Da habe ich noch keine Lösung irgendwie gefunden. Und zwar könnt ihr das Schiff quasi nur hoch und runter steuern und nicht nach links und rechts und relativ frei über den Monitor. Hätte ich persönlich lieber gehabt, aber das gibt halt Game Boy Studio vor und deswegen muss ich das hier so umsetzen. Aber wie gesagt, die erste Welt steht so unter dem Kernthema, hey, hier komm erstmal langsam rein und so weiter. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt uns mal die zweite Welt an. Zu dieser Welt kommt ihr dann, wenn ihr den ersten Boss erledigt habt und um das thematisch so ein bisschen einzubetten, denn die Game Gear Welt, die ist unterirdisch. Und deswegen war mir so wichtig, hier am Anfang den Übergang zu generieren, dass er quasi aus dieser Draußenwelt kommt und hier in die Unterwelt reinkommt. Und wie ihr seht, habe ich in dieser Welt auch so ein paar, bisschen versucht, so ein paar Geschicklichkeitseinlagen einzubauen, wie zum Beispiel, dass ihr hier den entsprechenden Stacheln irgendwie ausweichen müsst. Das Design ist hier auch sehr speziell und da seht ihr auch schon so eine kleine Eingeschränktheit, die ich da irgendwie überwinden musste. Und zwar wollte ich diesen Eingang machen. Das Problem ist, für jedes Level kann Gameboy nur eine bestimmte Anzahl von Hintergrundgrafiken irgendwie verarbeiten. Und da ich da natürlich aus zwei Welten Hintergrundgrafiken verwendet habe, war das nicht so möglich und da kam ich sehr schnell an mein Limit. Deswegen musste ich das hier dann quasi so etwas unterteilen. Also wie gesagt, hier in dieser zweiten Welt habe ich so ein bisschen damit experimentiert und wie ihr seht, bin ich schnell auch wieder gestorben. Aber auch an dieser Stelle möchte ich hier mal kurz auf das Lebenssystem eingehen. Und zwar gibt es keine Leben an sich. Auch da war ich vielleicht ein bisschen zu doof, das entsprechend einzubauen. Also wie ihr merkt, in der ganzen Entwicklung musste ich immer wieder improvisieren. Aber ihr habt diese vier, ja, Lebensenergiebalken und die zählen für mich so als so eine Art Leben. Ihr habt natürlich jetzt keine Power-Ups wie Mario, dass das hier quasi einen Treffer abfedern könnt. Das heißt, das System ist einfach, ihr werdet getroffen, ihr verliert ein Leben oder einen Lebensbalken und wenn dann alle weg sind, dann kommt ihr halt zum Game-Over-Screen. Aber wie gesagt, zum Ausgleich habe ich das so gemacht, dass ihr unendlich viele Continues habt. Und so viel dazu. Gucken wir einfach mal in Welt 3 rein, wo es in das Schloss des Atari Lynx geht. Und hier seht ihr so ein bisschen, wie ich hier auch so ein bisschen die Story ja, erzählen will. Und zwar mit eingeblendeten Bildern vor der Welt. Also natürlich nur so zwei, drei Sätze. Und auch hier war es mir wichtig, den entsprechenden Eingang in das epische Schloss zu gestalten. Und das war mir wichtig, dass das hier wirklich dann so als Event getriggert wird, dass entsprechend das Tor denn quasi hinter euch zugeht und eine bedrohliche Musik ertönt. Und hier habe ich natürlich hier so ein paar verschiedene Elemente dann auch wieder eingebaut. Ihr seht, hier zieht natürlich der Schwierigkeitsgrad an. Ist klar, ist natürlich auch die letzte Welt entsprechend. Die Gegner sind natürlich wieder alle so ungefähr wie der Atari Lynx gestaltet. Wohl während so bei der Game Gear Welt natürlich eher wie der Game Gear gestaltet sind. Und hier haben wir natürlich sehr viele, ja, ich sag mal, billige Szenen, muss ich gestehen. Also hier, das zählt natürlich alles nur unter so ein bisschen unter dem Thema des Feintunings. Wo ich aber gerade die Charaktere sehe. Es gab so einige Stimmen, die gesagt haben, okay, hier, das soll ja Super Panda Land sein, aber irgendwie sieht der Charakter irgendwie nicht aus wie ein Panda, sondern eher wie ein Fuchs. Ehrlich gesagt, stimme ich vollkommen zu.
Ich krieg's allerdings nicht besser hin, muss ich gestehen. Aber ich finde das Grunddesign gar nicht so verkehrt. Deswegen würde ich das halt entsprechend einfach so lassen. Und im Prinzip, dass die ganze Übergestaltung halt dann pandamäßig dann quasi aufgemacht ist. Das wäre jetzt so eher mein Ziel. Und hier, wie man sieht, habe ich dann auch so ein bisschen versucht, hier so ein bisschen eine Art. Also nicht nur, dass die Levels immer von links nach rechts gehen, was halt langweilig wäre. Ich habe da gerade gesehen, da ist auch ein Gegner, der da quasi über die Stacheln läuft. Auch das muss natürlich alles im Feintuning noch entsprechend gemacht werden. Sondern, dass man hier zum Beispiel dann halt hier oben lang gehen muss und dann quasi oben dann wieder zurückgehen muss. Um da war es so mein Ziel, um einfach diesen Levelraum einfach ein bisschen kreativer zu gestalten, um dann halt auch einfach so andere Lösungswege irgendwie zu erfordern. Und das wäre mir entsprechend immer wirklich wichtig, dass ich so in jedem Level vielleicht nicht so alles komplett revolutioniere und neu mache, weil das geht einfach nicht, sondern dass ich hier und da halt immer so ein bisschen was anpasse. Hier habe ich zum Beispiel auch hier diese Stachelgegner hinzugefügt, die natürlich später dann auch noch in den letzten Level vor dem Endboss dann wichtig werden und so weiter. Das sind so ein bisschen meine Gedanken, die ich mir so ungefähr dazu gemacht habe. Hier kommen jetzt auch gleich schießende Gegner, die ich hier eingebaut habe. Also ich habe immer so versucht, so ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Und ich denke mal auch vom grafischen Design her und vom musikalischen ist mir das auch durchaus gelungen. Wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich mich vielen, vielen Dank an den David ausrichten, der diese wirklich fantastische Musik wirklich auch in wirklich nur kurzer Zeit irgendwie erstellt hat. Ich bin immer noch geflasht, wie kreativ dieser Mann ist und es ist wirklich alles wirklich fantastisch. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick so ein bisschen gefallen. Es wird auf jeden Fall auch bald so Updates geben, ob ich eventuell einen offenen Beta-Test mache, falls ihr euch da registrieren wollt oder ähnliches. Auch da werde ich dann weiterhin im Community-Tab, Entschuldigung, euch den Bescheid sagen entsprechend. Ich hoffe, euch gefällt so bisher, was ihr gesehen habt. Und schön, dass ihr reingeschaut habt und vielen Dank für eure Interesse. Und wenn ihr Fragen habt zum Spiel oder zur Spielentwicklung, haut mal in die Kommentare rein. Ich bin ja jetzt in der Thematik drin, ich kann euch das beantworten. Macht's gut, schönen Tag euch noch, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.